Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio mit immer noch dem Baum mit Bart. Ja, ich werde jetzt, wie angekündigt, erstmal das Wasser darüber legen. Ihr seht es ja, das hat ja wunderbar eigentlich geklappt. Ja, das ist ziemlich cool eigentlich mit dem Abbrennen. Ihr seht hier oben noch ein bisschen Waldbrand schwelen, hier oben auch. Ja, es bleiben immer noch so ein paar verdorrte Bäume übrig, aber das ist ja auch okay. Muss ja auch nicht alles gleich mega gerodet sein. Ich frage mich, bitte haltet mich jetzt nicht für einen Volltrottel, aber wie ist das tatsächlich mit Waldrodungen? Bleiben da Bäume stehen? Ich meine, Waldrodung passiert ja, glaube ich, heutzutage nur noch bei irgendwelchen Regenwäldern, deswegen halte ich das ja prinzipiell nicht für gut. Mich würde nur interessieren, wie das funktioniert. Ob die das auch so machen? Ob das wirklich funktioniert? Und vor allem, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so sicher ist. Ich meine, wie oft gerät so ein Waldbrand außer Kontrolle? Oder gibt es da spezielle Möglichkeiten, das zu verhindern? Ich weiß nicht, man kann Brandschneisen legen und so weiter, aber ein bisschen Wind und schon greift das über. Also ich weiß nicht, ob das so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Oh, eigentlich ist ja freier Platz. Ich brauche neue Rohre. Rohre, 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 jede Menge Rohre. Weil das geht hier weiter, das ist okay. Ich muss wahrscheinlich etwas Kohle nach unten legen. Ja, das muss ich wohl tun. Ich glaube, ich mache das so. Ich mache das so. Ja. Wo wollte ich hin? Ich wollte Geschützturmschaden. Nein, was wollte ich denn? Kampfroboter, Module, Granatenschaden, Kugelschaden, fortgeschnittene Öfen. Das kann ich alles gar nicht machen. Mann, mach mal ein bisschen was mal ein bisschen länger dauert. Jetzt muss ich ja ständig in die Forschung reingehen. Und zwar, ich wollte ja eigentlich die Rohre holen. Wo habe ich denn die gebaut? Ach, hier unten. Genau, richtig. Die brauchen wahrscheinlich nicht mal, weil die voll sind. Vermutlich. Nein. Hä? Warum haben die keine Rohre gebaut? Du sollst doch Rohre bauen. Und du sollst keine Rohre bauen, sondern du sollst das hier bauen. Und du sollst auch Rohre bauen. Was ist denn nur los mit denen? Warum haben sie denn das nicht gemacht? Mann, diese Gummis. Ah! Ich habe euch doch in der letzten Folge von meiner, in Anführungszeichen, Let's Show-Welt erzählt. Na toll. In Anführungszeichen von meiner Let's Show-Welt erzählt und guck mal, der ganze Wald steht hier in Flammen. So war das eigentlich nicht geplant, das war eigentlich mein natürlicher Schutz, aber hier genau, zerstöre 10.000 Bäume mit einem Feuer. Herzlichen Glückwunsch, ja, wunderbar, tolles Achievement. Ich hab euch von meiner Let's Show-Welt erzählt, vielleicht zeige ich die euch bei Bedarf nochmal, wenn ihr Bock drauf habt. Sieht nicht anders aus wie ihr, habe ich quasi auch mit dem Main Boss ein bisschen rumgespielt und probiert. Bin auch noch nicht großartig weiter als jetzt hier. Habe quasi auch erst mit Öl angefangen, habe zwar schon Batterien jetzt auf dem Main Boss, aber ich bin noch nicht großartig weitergekommen. Jetzt ist aber genügend hier, genügend Platz. Alter, guckt euch das mal an. Wie der Waldbrand hier schwelt. Fuck it. Scheiße, Mann. Sind hier irgendwo Viecher in der Nähe? Ich glaube, die sind weit genug weg. Ich darf übrigens nicht reinlaufen. Ich laufe jetzt aber trotzdem mal rein. Ist da irgendwo Öl? Sieht das so nach lila aus? Ist hier irgendwo Öl? Hier ist Öl, oder? Das sieht nach Öl aus. Bitte sag mir, dass das Öl ist. Sehe ich aber, wenn es abgebrannt ist. Mann, ey, kommst du vom 1 ins 1000ste? Sorry, Leute, sorry, Leute. Ah, ich wollte hier weitermachen mit Öl, mit Wasser, mit meiner Wasserpipeline. So, und zwar, ich werde jetzt erstmal 2 mit Schwefel lassen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das von den Raids her passt. Ja, ich habe keine Ahnung, überhaupt keine Ahnung. So, zack, Wasser. Und zack, Wasser. Und Wasser angeschlossen, wunderbar. Dann gehe ich mit dem Petroleum. Petrol Oil. Etwas hier rüber. Zack und zack. Wunderbar. Ich glaube, wegmachen, genau. Ich habe mir auch überlegt, ob ich nicht vielleicht
ein paar Lichter mache. Glaube ich gar nicht so unklug. So, und zwar... Einfach, um das ein bisschen auszuleuchten für euch fürs Let's Play. Weil ich habe festgestellt, als ich die Videos angeschaut habe, das ist hin und wieder schon sehr dunkel. Ist schon sehr dunkel. So, wunderbar. Und dann haben wir hier Schwefel. Was haben wir hier mit Schwefel? Wichtig, rausnehmen. Das ist nämlich keine flüssige Ressource. Kein Wasser? Fragezeichen. Da, kein Wasser. Jetzt haben wir Wasser. Genau, wunderbar. Und schon haben wir Schwefel. Yay! Wunderbar, wunderbar. Direkt nach dem Schwefel versuche ich das gleich zu balancen. So, wunderbar. Als nächstes brauche ich für Schwefelsäure. Also diese Produktionslinie mit Öl ist really, really annoying, meiner Meinung nach. Die ist halt so unglaublich langwierig. Ich brauche Eisen, Petroleum und Wasser. Nein, doch Wasser, Schwefel und Eisen brauche ich. Wasser, Schwefel und Eisen. Schwefel und Eisen ist jetzt nicht so das Drama. Das kriege ich hin. Muss dazu allerdings das Ganze nach oben raufziehen. Halt ein sehr, sehr langer Weg, ja. Gut, dass ich hier vorgesorgt habe und schon eine kleine Produktionslinie habe. So, das mache ich jetzt direkt neben meinem Mainbus. Und zwar... Ich gehe jetzt hier weg. Das ist jetzt zwar nicht ganz so optimal. Ja, ich gehe jetzt einfach da weg. Komm, scheiß die Wand an, ganz ehrlich. So, wunderbar. Dann schaue ich, dass ich hier ein bisschen... Genau. So. Das mache ich weg und baue es weiter nach rechts auf. So, guck mal her, was hier alles passiert ist mit dem Waldroden. Gott, ey. Wie gesagt, ich kann es leider nur rudimentär schützen. Ich kann leider nicht meinen kompletten Komplex hier vollends verteidigen. Geht einfach nicht. Es funktioniert einfach nicht. So, wir haben Schwefel. Und wir haben Eisen, was bedeutet, ich kann hier schon mal meine Fabrik hinstellen. Oder eine Fabrik. Auf zack. 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 Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. So, Schwefel kann ich hier gleich mal... Ne, da brauche ich keinen Schwefel. Ich möchte keine Schwefelsäure haben. Keine Ahnung, ob das mit den Ratings so passt. Ich habe keine Ahnung. Null. Null habe ich Ahnung. Ich versuche das aber gleich mal hier einigermaßen zusammenzuschließen. So. Du. Ich mag diese chillige Musik echt. Du. Was ist eigentlich? Minecraft! Minecraft Squishies Theme. Noch nie gehört. Sorry, noch nie gehört. Wirklich nicht. Würde ich mich erinnern. Ich habe lange Minecraft gespielt, aber erinnere ich mich nicht dran. Keine Ahnung. Wir bringen das Schwefel, Superschwefel, gleich hier nach drüben. Zu meinem Mainbus. Oh je, da habe ich mich ein bisschen vermessen, sehe ich gerade. Ist aber nicht so schlimm, denn wir können das ja ausgleichen. Also, genau, hier, pass auf, und zwar... Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack. So, und schon... Haben wir Schwefel auch da. Jetzt brauche ich nur noch Wasser. Ja, ich brauche nur noch Wasser. Ich brauche eine weitere Offshore-Pumpe. Ich hoffe, es reicht vom Strom her. Falls mir das vom Strom her reicht. Oh, ich bin schon echt am Limit. Also ich muss wirklich in dieser Folge oder in der nächsten Folge dann anfangen, wieder einmal kräftig Wasser, hätte ich beinahe gesagt, kräftig Strom zu machen, zu generieren.
Zack. Dann mache ich noch so eins hin. Und jetzt habe ich wieder keine Rohre mehr. Aber das Coole ist, ich habe ja hier meine Rohrproduktion wieder angeworfen. Die produzieren jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, ja. Da man natürlich niemals alles Zeug gleichzeitig rausnehmen kann und wird, funktioniert das, glaube ich, relativ cool. Ich glaube, ich muss auch nur eins anschließen. Ist auch nur eins an, scheiß drauf. Wird schon passen, wird schon passen. So, und jetzt? Ach, richtig. Natürlich, ich brauche noch Eisen. Das klappt so natürlich nicht ganz. So. Oh Mann, ich freue mich, das läuft ja super. Das läuft ja echt gut. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Einmal getestet und schon funktioniert es hervorragend. So, und? Schon, seht ihr, produzieren wir hier Schwefelsäure. Und das nicht zu knapp. Wobei ich sehe, dass es immer noch ein bisschen zu lang dauert. Auch wenn ich da einfach noch einen hinplatziere. Wollen wir mal übertreiben, oder? So, pass mal auf. Sind die jetzt Vollgas am Arbeiten? Ja, guck mal an. Die laden hier voll rein. Okay, sehr schön. Ja, das Schöne ist, jetzt haben wir alles natürlich an einem Fleck. Aber immer noch kein Kunststoff. Wie kriege ich denn verdammt noch Kunststoff? Habe ich das jetzt versemmelt? Ich meine, ich habe jetzt Schwefelsäure. Ich habe Schwefel, aber ich habe keinen Kunststoff. Löse einen Alien-Angriff aus durch Umweltverschmutzung. Wie ein Alien-Angriff? Wo? Wo? Oh Gott, heilige Mutter, wo? Naja, wird schon nicht so schlimm sein. Ich nehme hier mal ein bisschen Eisen mit. Da unten, ja. Da unten können sie ruhig angreifen, da habe ich keinen Stress. Da kommen sie eh nicht vorbei. Da ist alles so zementiert, hoffentlich. 6 Objekte sind beschädigt. 3 Objekte wurden beschädigt. Ja, ich gehe gleich runter. So, wir haben eigentlich soweit alles bei. Ich hätte gerne noch ein bisschen Stahl, aber meine Stahlproduktion habe ich abgerissen. Das war natürlich ganz toll. Ganz klug. Ja, aber Fakt ist, ich hatte ja schon angekündigt. Oh, danke schön. Ich brauche mehr Strom. Mehr Strom bedeutet aussteigen. So. Mehr Strom bedeutet, ich werde es jetzt ein bisschen verlängern. Jo. Und ganz ehrlich, ich würde mal sagen, scheiß auf die Rohre hier in der Mitte. Wirklich, scheiß drauf. Scheiß auf die Rohre. Und scheiß auch auf das Zeug hier. So, und zwar, zack. Zack. Hier innen drin passt auch exakt rein. Das ist halt echt eng dann mit dem Stahl langsam, ne? So, und so, okay, wunderbar. Dann noch einen hier hin. Passt. Passt. So, jetzt muss ich nur noch meine Greifer hier platzieren, wobei eigentlich die egal sind. Kann ich auch diese Greifer nehmen, die billigen. So, 4. Ja, ich mach's ja gleich. So viel Zeit muss sein. Wirklich kein Angriff. Wobei, das sind ja stromunabhängig, die Turrets. Das ist also gar nicht so ein Stress. Gerade so. Gerade so. Jetzt muss natürlich alles wieder anlaufen. Die ganze Energiefarm hier. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Denn das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, also das dürfte jetzt wohl, ich glaube, ich dürfte jetzt 14 auf jeder Seite hinkriegen. So, auf jeden Fall kann ich es gut verlängern.
wirklich gut verlängern. Dauert halt jetzt ein bisschen. Aber danach haben wir auf jeden Fall erstmal genug Strom, würde ich sagen. Ich meine, wir haben jetzt auch noch ein bisschen was. Ich würde sagen, die Produktion ist ungefähr bei, ja, ich würde sagen 75%. Ja, aber ich hätte natürlich immer noch ganz gern ein bisschen Ersatz. Und wenn ich da jetzt anfange, oben Maschinen zu bauen wie ein Depp, also Montagemaschinen wie ein Depp, dann ist natürlich so, dass ich relativ schnell eine Energieknappheit haben werde. Und ja, deswegen erweitere ich das jetzt einfach mal ein kleines Stück in Anführungszeichen, also ein großes Stück in Wahrheit. Und ja, dann sage ich wie immer Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge wieder mit Factorio. Lasst mir noch Abo und Like da. Danke, ciao.